Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Vorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Abgeordneten Thorsten Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, verehrte ehemalige Kolleginnen und Kollegen und Ehrengäste! Wir feiern 70 Jahre Hessen, und wir haben wirklich allen Grund zum Feiern, wenn wir uns anschauen, was in den letzten 70 Jahren aus diesem Land geworden ist. Dass wir das feiern können und dürfen, haben wir – Herr Boddenberg hat auch schon verwiesen – zuallererst der Befreiung der alliierten Streitkräfte vom Faschismus zu danken, und dieser Dank wird immer währen. Nach dem militärischen Sieg über den Faschismus kam der Wiederaufbau. Der Wiederaufbau von Wohnraum, Energie, Verkehrswegen und den einfachen Dingen des Alltags. Der Wiederaufbau einer funktionierenden Verwaltung und der Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Ich will an dieser Stelle insbesondere zwei Institutionen bzw. Persönlichkeiten nur stellvertretend für all diejenigen, die dazu einen wichtigen Beitrag geleistet haben, besonders herausstellen, wenn ich Fritz Bauer und die Frankfurter Schule erwähne. Die Hessische Verfassung war in ihrer Art fortschrittlicher und demokratischer als viele andere Verfassungen. Dies gilt insbesondere für die Sozial- und Wirtschaftsverfassung. Und wesentliche Impulse gingen von dieser Verfassung auch in das Grundgesetz aus. Wahrlich eine Erfolgsgeschichte, die Hessen dort vorzuzeigen hat in den letzten 70 Jahren. Aber es gab eben auch viele dunkle Stunden. Dazu hat Herr Boddenberg schon einiges gesagt. Und ich möchte in Ergänzung wenigstens einige wenige nennen, wie das große Grubenunglück in Borken, die Ermordung von Heinz-Herbert Karry, aber auch den Mord an zwei Polizisten an der Startbahn 18 West, aber eben auch die NSU-Mordserie, die unser Land erschüttert. Hessen wird 70. Aber wie soll man eigentlich einer Institution gratulieren, dazu noch einer, die künstlich geschaffen wurde? Ich halte es da, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Gustav Heinemann. Ach was, ich liebe keine Staaten, ich liebe meine Frau, fertig. Länder, Institutionen werden von Menschen geprägt, die sie formen, die ihnen Leben einhauchen, die für die Menschen in dem Land handeln, die sich für die Zukunft, die Freiheit, die Solidarität und den Wohlstand einsetzen. Es sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, denen wir heute gratulieren und Dank sagen. In den Sport- und Kleintier- und Kulturvereinen, in den Feuerwehren, in den Rettungsorganisationen, in den Kirchen, in den Glaubensgemeinschaften, in den Gewerkschaften und Sozialverbänden, in den Wirtschaftsverbänden, in den Parteien und Wählergruppierungen und in den Tafeln und Flüchtlingsinitiativen. Es sind Menschen, wie die vielen Alleinerziehenden jeden Tag so einen großen Beitrag für ihre eigene Familie, aber auch für diese Gesellschaft leisten. Es sind Menschen wie Friedrich von Metzler, der als erfolgreicher Bankier und als Kulturförderer unser Land prägt. Es sind Menschen wie Herr Rodermund, der sich trotz dutzendfacher Enttäuschungen auf der Suche nach einer neuen Arbeit nicht aufgegeben hat und heute in einer Tafel in Gießen anderen Menschen, die nach Hilfe suchen, hilft. Es sind Menschen wie Dr. Hasina Faruk, die als Migrantenkind heute Stadtverordnete in Kassel ist und im Berufsalltag Erfolg hat. Es ist die Vielfalt der Gesichter und Menschen, die Hessen ein Gesicht gibt. Und das macht aus meiner Sicht den Kern unseres Landes aus. Zusammenhalt und Integration ist das, was eigentlich die Gestaltungslinie, das konstitutive Element unseres Bundeslandes ist. Hessen kennt seit Jahrhunderten Einwanderer und Flüchtlinge. Flamen, Hugenotten, Wallonen, Waldenser, Schlesier, Ost- und Westpreußen, Sudetendeutsche, Donauschwaben, Portugiesen, Italiener, Türken, Kurden und Marokkaner, um nur einige wenige zu nennen.
Warum sage ich das? Weil ich an einer Stelle ein klein wenig Herrn Boddenberg widersprechen möchte in der Einschätzung der Integrationsleistung von vor 70 Jahren zu heute. Ich will es ganz bewusst nicht mit meinen Worten sagen, sondern mit den Worten von Hannah Arendt, die in ihrem Essay »Wir Flüchtlinge« von 1943 es wie folgt formulierte. Wir haben uns zu Hause und dann die Vertrautheit des Alltags verloren. Wir haben unseren Beruf verloren und damit das Vertrauen eingebüßt, in dieser Welt irgendwie von Nutzen zu sein. Wir haben unsere Sprache verloren und mit ihr die Nützlichkeit unserer Reaktionen, die Einfachheit unserer Gebärden und den ungezwungenen Ausdruck unserer Gefühle. Unsere Identität wechselt so häufig, dass keiner herausfinden kann, wer wir eigentlich sind. Und das bedeutet den Zusammenbruch unserer privaten Welt. Hessen hat, um es mit den Worten von Hannah Arendt zu sagen, Menschen eine neue private Welt gegeben. Das ist der tiefere Sinn, das Angebot und Versprechen unseres ehemaligen Ministerpräsidenten Georg August Zinn, als er den Satz sagte, Hesse ist, wer Hesse sein will. Zinn ging es eben. Zinn ging es eben nicht um eine Leitkulturdebatte. Es ging ihm nicht um Sprachprüfung. Es ging ihm zunächst um ein Angebot, dass ihr seid hier zu Hause, ihr habt hier eine neue Heimat, wenn ihr es wollt. Das ist aus meiner Sicht bis heute das weitestgehende Integrationsversprechen, das je ein deutscher Politiker abgegeben hat. Und er hat es eben nicht nur in großen Reden formuliert, sondern er hat dazu einen Hessenplan vorgelegt, in dem die Maßnahmen beschrieben wurden, wie man das macht, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert, dass eine Balance zwischen den Neubürgern und den Einheimischen gewahrt bleibt. Mit dem Hessenplan hat der Gedanke der sozialen Integration eine Breitenwirkung erzielt, die weithin im ganzen Bundesgebiet zum Vorbild wurde. Die hessische Sozialdemokratie hat am gestrigen Abend Wenzel Jaksch, den ehemaligen Vorsitzenden der Seliger Gemeinde der Sudetendeutschen Sozialdemokraten, hier im Hessischen Landtag geehrt. Wenzel Jaksch, der eine so beeindruckende Persönlichkeit ist und war, in der Abgrenzung zum Faschismus auf der einen Seite und der Vertreibungspolitik auf der anderen Seite, der gleichzeitig als Flüchtlingsbeauftragter in Hessen ganz wesentlich Mitautor des Hessenplans war, hat in so besonderer Art und Weise genau für diese Balance in Hessen gestanden. Hessen ist eben ein Beispiel dafür, dass Fortschritt möglich ist. Hessen ist ein Beispiel dafür, dass Zukunft gestaltbar ist und eben eine Frage der Machbarkeit und des Willens ist. Das ist das Einzige, was aus meiner Sicht an einem Tag wie heute nicht nur bleibt, sondern vor allem auch Verpflichtung für morgen ist. Dass Hessen ein Beispiel dafür ist, dass der Mut zu Reformen mit dem Hessenplan eben am Ende Erfolge mit sich bringt. Dass die Integration, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, Schaffung von Wohnraum in einem Ausmaß, das sich heute, und Herr Boddenberg hat darauf ebenfalls verwiesen, heute nur wenige vorstellen können angesichts der Rahmenbedingungen von vor 70 und 60 und 50 Jahren, ist die eigentliche Leistung dieses Bundeslandes. Und es ist eben am Ende ein Erfolgsbeispiel dafür, dass Reformpolitik funktioniert. Aus den Trümmern wurde die Basis für wirtschaftlichen Aufschwung, Wohlstand und Teilhabe für alle entwickelt. Die Schaffung von Infrastruktur, Stärkung des ländlichen Raums und die damit verbundenen Perspektiven für alle Menschen, insbesondere auch im ländlichen Raum, ist das, was wir die Erfolgsgeschichte, die eigentliche Erfolgsgeschichte dieses Bundeslandes beschreiben können.
Ich will ganz bewusst am heutigen Tage, weil wir eben nicht die Vollversammlung eines Geschichtsvereins sind, sondern der Hessische Landtag, nicht nur diesen Geburtstag nutzen, um zurückzublicken, sondern auch einen Blick nach vorne zu wagen. Denn damals wie heute sind einige der Herausforderungen geblieben oder stellen sich heute neu, sicherlich in einem anderen Kontext, auf einem völlig anderen Niveau. Aber die Herausforderungen bleiben. Viele Bürgerhäuser, Schulen und Sportstätten von damals haben ihre Halbwertszeit deutlich überschritten. Und ich will an unsere Haushaltsdebatte zum Thema Investitionsstau ausdrücklich verweisen. Bezahlbarer Wohnraum ist auch heute wieder ein großes Thema, ein Thema, das in einer Wucht uns immer wieder hier im Landtag beschäftigt, dass alle Kolleginnen und Kollegen wissen, wovon ich rede. Aufstiegschancen für Menschen aus bestimmten sozialen Gruppen werden kleiner, nicht größer. Die Aufstiegschancen werden kleiner und damit auch deren Probleme größer. Die Lebensbedingungen in Stadt und Land entwickeln sich auch wegen des demografischen Wandels auseinander. Die Frage des Erhalts und der Sicherung der Daseinsvorsorge und der Bezahlbarkeit von Daseinsvorsorge im ländlichen Raum wird in den nächsten Jahren eine immer größere Aufgabe für uns werden. Gebührenfreie Bildung von Anfang an ist aus unserer Sicht eines der Gebote der Stunde, nicht nur um Familien zu entlasten, sondern vor allem, um dafür zu sorgen, dass soziale und kulturelle Teilhabe für alle wirklich möglich wird. Das ist nach wie vor eine der Verpflichtungen aus der Verfassung, so wie wir sie heute kennen. Ich will das deutlich dazu sagen. Mit uns wird es an diesem Wesenskern der Verfassung auch keine Veränderung geben. Gesellschaftlicher Zusammenhalt und Integration, auch dazu hat Herr Boddenberg einiges gesagt, bleiben Kernthemen unserer Zeit. In der Tat, sie stellen sich seit dem letzten Jahr noch einmal anders, und ich will das ausdrücklich zurückgeben. Ich bedanke mich für die freundlichen Worte im Zusammenhang für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Es bleibt bei unserer Grundhaltung, dass wir diese Zusammenarbeit fortsetzen, bei allen Holprigkeiten der letzten Monate, die lasse ich mal beiseite. Aber es bleibt bei dieser grundsätzlichen Vereinbarung. Weil, wenn wir es nicht tun würden, würden wir am Ende das Geschäft der Populisten betreiben. Und das ist die eigentliche Gefahr und Herausforderung für uns in den nächsten Jahren mit Blick auf viele auch Wahlentscheidungen und Entscheidungen insgesamt, mit Blick auf den Brexit oder anderes der letzten Monate. Und deswegen will ich ganz am Ende auch auf eine weitere Verpflichtung oder Aufgabe auf die ich für uns sehe, zu sprechen kommen. Das ist nämlich die Frage, wie fördern wir Demokratie? Sind wir heute in unserem Bildungssystem, in der Art und Weise, wie Parteien funktionieren, Wählergemeinschaften funktionieren, wie Staatlichkeit funktioniert, sind wir auf der Höhe der Zeit, wenn wir die großen Worte der Teilhabe ernst nehmen? Und ich will ganz bewusst am Ende noch einmal Georg August Zinn zitieren, der einmal gesagt hat, Demokratie ist nicht nur eine Staatsform, sie ist auch eine Lebensweise. Und ich wünsche mir sehr für uns, nicht nur in solchen schwergewichtigen Debatten wie heute, sondern auch im politischen Alltag dieses Parlaments, dass wir uns, wie ich finde, diese wesentlichste Weisheit von Georg August Zinn auch im Alltagsgeschäft zu Herzen nehmen und versuchen, offener miteinander über die Zukunft dieses Landes zu streiten im Sinne konstruktiver Erarbeitung von Lösungen. Ich glaube, dass die Zeit für einen neuen Hessenplan gekommen ist. Einer, der versucht, die Aufgaben, die ich am Ende versucht habe zu beschreiben, die ich sehe, zu beantworten. Wenn wir darauf keine Antwort geben, dann wird das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt schwierig. Und ich möchte auch
in 70 Jahren, zumindest dann von anderer Stelle, das werde ich selber nicht mehr erleben, sehen, dass dieser Landtag nach wie vor diese Erfolgsgeschichte von Hessen feiern kann. Herzlichen Dank.